10. Dezember. Was ist denn heute Abend mit dir los, Harry? Du rutschst die ganze Zeit auf deinem Stuhl herum, und von deiner Schokolade ist auch mehr übrig als sonst. Stimmt etwas damit nicht? Also, wenn du die nicht mehr willst? bot sich der blonde Slisseman an. Das ist meine. fuhr der Schwarzhaarige auf. Draco lächelte. Er wusste genau, wie er den Schwarzhaarigen nehmen musste. Alles in Ordnung murmelte Harry. »So?« Dracos Augenbrauen hoben sich fragend. »Das sieht aber nicht so aus. Jetzt spuck's schon aus.« Unruhig rutschte der Schwarzhaarige auf seinem Sessel herum und fuhr sich nervös durch die Haare. Dracos Lächeln wurde noch breiter. »Also, hm. Also, ich wollte fragen. Also, ich hab da noch diesen Zaubertrankaufsatz. Harrys Stimme brach ab. Das Lächeln des Blonden wurde, wenn es überhaupt noch möglich war, noch breiter. "So, und jetzt möchtest du mich fragen, ob ich dir helfe." Genüsslich ließ Draco sich die Worte auf der Zunge zergehen. Harrys Ohren liefen rot an. Langsam nickte er und starrte gefesselt auf den angeknabberten Schokocroissant in seiner Hand. Okay. Überrascht zuckte Harrys Kopf nach oben. Okay? fragte er sich als halber nach. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Okay. murmelte Harry, noch immer über die Reaktion des Lizzywins überrascht, und ließ seine Zaubertranksachen erscheinen. Also, dann fangen wir an. Was genau verstehst du denn nicht? Draco lehnte sich zurück, und sah dem Gryffindor direkt in die Augen. Harry erwiderte den Blick, und zum ersten Mal wurde ihm bewusst, was für eine außergewöhnliche Augenfarbe Silber doch war. Der Schwarzhaarige legte die Stirn in Falten. Äh, alles? fragte er unsicher. Draco schnaubte, fing dann aber an zu erklären. Fasziniert beobachtete Harry, wie der Blonde sich anscheinend wirklich Mühe gab, alles verständlich und doch vollständig zu erklären. Mit fast schon kindlicher Freude erörterte er die Wirkungsweise der einzelnen Zutaten, erklärte, warum die Reihenfolge unbedingt exakt eingehalten werden musste und an welchen Stellen auf keinen Fall geschlampt werden durfte. Harry lächelte. Der Slytherin schien wirklich in seinem Element zu sein. Einzelne blonde Strähnen hatten sich gelöst und hingen ihm wild ins Gesicht. Den Knoten seiner Krawatte hatte der Blonde gelöst und seine Ärmel hochgekrempelt. Seine Augen leuchteten. Harry schüttelte den Kopf. Weißt du eigentlich, wie verrückt du bist? Unterbrach er den anderen. Was? Verwirrt sah Draco zu Heavy auf. Du bist einzigartig und verrückt genug, dich wirklich für das hier begeistern zu können. Draco starrte ihn mit großen Augen an. Das hier macht dir wirklich Spaß, nicht wahr? fragte er den geschockten Blonden. Dieser sah ihn noch immer mit aufgerissenen Augen an. Ja, das tut es antwortete er schließlich noch immer verwirrt. Er richtete sich in seinem Sessel auf. Du findest mich einzigartig, hauchte er. Harry spürte, wie seine Wangen und seine Ohren Rons Haaren Konkurrenz machten, aber er versuchte es so gut es ging zu ignorieren, was allerdings nicht so gut funktionierte. Ja, ich habe noch niemanden gesehen, der sich für etwas so begeistern konnte. Du wirkst so ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, so lebendig, als ob es das ist, was du wirklich liebst, so als könntest du alles und jeden in deinen Band ziehen, eben einzigartig. <laughs> Bei Merlin, du hast es sogar geschafft, dass selbst ich etwas von Zaubertränke kapiere. Dracos Mund war ein kleines Stückchen aufgeklappt, noch immer geschockt starrte er den schwarzhaarigen an. Nervös knetete Harry seine Hände. Das Schokoladencroissant, das mittlerweile auf seinem Schoß lag, hatte er vollkommen vergessen. Äh, uh, okay, um, danke, flüsterte Draco. Harry lächelte gezwungen. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Also, wie war das mit diesem Duisus-Kraut oder wie das Zeug heißt? Es heißt die User kraut und es hilft die. Harry atmete auf. Draco hatte sich wieder gefangen und erklärte weiter: Was zum Teufel hatte ihn nur geritten, so etwas zu dem Blonden zu sagen? Ein Wunder, dass dieser ihn nicht umgebracht hatte. Aber es hatte sich aus irgendeinem Grund so richtig angefühlt, es zu sagen. Täuschte er sich, oder waren die Ohrenspitzen des sonst so beherrschten Eisprinzen rot angelaufen? Knallrot, um genau zu sein? Eineinhalb Stunden später schnaubte Harry vollkommen fertig mit den Nerven sein Tintenfass zu. Sein Kopf brummte nur so vor Kräutern, Knollen, Wurzeln und was man sonst so alles in Tränken werfen konnte. Draco war vielleicht ein wirklich guter Lehrer, aber aus ihm würde dennoch sicherlich nie ein großer Braumeister werden. Aber wenigstens hatte er jetzt diesen Aufsatz hundertprozentig richtig, dafür hatte der Blonde gesorgt. Müde, Rieb er sich über die Augen und sah dem Slytherin zu, wie er sich die Krawatte band. schokoladen -Heidelbeer Mit diesen Worten hob er dem Blonden seine Platte mit Schokogebäck hin. Draco grinste und griff begeistert zu. Sein letzter Keks war schon vor einer Stunde vernichtet worden. Danke. Harry lächelte. Nein, ich habe zu danken. Draco nickte und biss genießerisch in das Plätzchen. Mmh, das »Gibt doch nichts. Mmh, besser als vom fragte er mit vollem Mund. Der Schwarzhaarige lachte. »Ab 200 Gramm wird's unverständlich.« Draco hatte wenigstens den Anstand, peinlich berührt die Lippen zusammenzukneifen. Harry kicherte. Aber du hast recht, das Essen ist das Beste an Weihnachten. Draco kehrte ein paar Krümel von seinem Umhang und stand auf. Bis morgen, murmelte Harry, während er seine Pergamentrollen stapelte. Der Blonde nickte nur. An der Tür hielt er kurz inne und starrte abwesend hinaus. Dann drehte er sich langsam wieder zu dem Schwarzhaarigen um. Dich zu beobachten, wie du fliegst, ist unvergleichlich. Niemand ist so wie du. Wenn du auf einem Besen sitzt, ist als würde die Welt aufhören, sich zu drehen. Man sieht, wie du nur für diesen Moment lebst. Dich anzusehen bedeutet, wahre Freiheit zu sehen. Einzigartig, flüsterte Draco. Harry starrte ihn an. Er konnte sehen, dass der Blonde jedes Wort ernst meinte. Für Sekundenbruchteile konnte er unendlich viele Emotionen in den silbernen Augen des anderen erkennen, für einen Moment versank er in ihnen. Dann schloss sich die Tür, fast wehmütig blickte er auf das Holz, hinter dem der Blonde gerade verschwunden war. Seufzend sank Harry in seinem Sessel zusammen und starrte in die glimmende Asche. Mit seinen Gedanken war er noch immer bei den Worten des Lizzy und vor allem, vor allem bei dessen unvergleichlichen silbern leuchtenden Augen. Was geschah nur mit ihnen? 20. Dezember als er die Küche betrat, glitt sein Blick automatisch zu den beiden Ledersesseln vor dem Kamin. Neben den Sitzen standen zwei kleine Tische mit Schokoplätzchen, Schokokuchen, Schokofröschen, Schokokaramellschnitten und mit je einer großen Kanne dampfender heißer Schokolade. Er musste unwillkürlich lächeln. Es ärgerte ihn nicht mehr, dass Draco jeden Abend in die Küche kam, ganz und gar nicht. Wenn er ehrlich war, freute er sich sogar auf ihre Treffen, sehr sogar. Harry nahm sich einen Keks von einem der Tische und kaute gedankenverloren auf ihn herum. Mit schief gelegtem Kopf betrachtete er die beiden Sessel. Irgendetwas stimmte nicht. Er biss ein weiteres Mal von seinem Plätzchen ab, dann bemerkte er, was nicht passte. Lächelnd zog er seinen Zauberstab und richtete ihn auf den Kamin. Mit einem Schwenker ließ er die Sessel ein paar Zentimeter weiter zusammenrücken, nicht so viel, dass es jemanden auffallen würde. Nur so viel, dass es sich besser anfühlte. Mit einem zufriedenen Lächeln ließ er sich in den rechten Sitz gleiten, sein Stammplatz mittlerweile, und dann wartete er. 21. Dezember Als er an diesem Abend die Küche betrat, war er nicht der Erste zum ersten mal seit sie sich hier jeden abend trafen war der andere vor ihm gekommen harry schmunzelte als er den blonden beim kamin sitzen sah im linken sessel wie jeden abend aber das war es nicht die sessel standen heute anders er schenkte draco ein sanftes lächeln während er sich in den rechten Sessel sinken ließ. Ihre Arme berührten sich fast. So dicht hatte der andere die Stühle zusammengestellt. Genüsslich tauchte Harry eine Erdbeere in das Schokoladenfondue, während er Dracos Blick erwiderte. Er grinste und nickte dem Slytherin zu. Er unterdrückte ein Kichern. Als er den anderen hinter seiner Tasse heiße Schokolade genauso grinsen sah. 22. Dezember Seufzend ließ sich der Schwarzhaarige in den Sessel plumpsen und schloß die Augen. Wenige Minuten später hörte er, wie sich die Küchentür ein weiteres Mal öffnete. Tief zog er die Luft ein. Ein kleines Lächeln schlich sich in seine Züge. Draco Malfoy und sein Duft nach weißer Schokolade, die wohl größten Mysterien der magischen Welt. »Hi.« Harry schlug die Augen auf und nickte dem Blonden zu. Uh, »Hi.« gähnte er und hob sich peinlich berührt die Hand vor den Mund. »Sorry.« nuschelte er und rieb sich über die Augen. Draco lächelte sanft. So müde? fragte er überflüssigerweise. Der Schwarzhaarige schenkte ihm einen skeptischen Blick. Der Slytherin ließ sich in seinen Sessel gleiten und streckte sich. Du hättest nicht herkommen müssen. Harry schloss für ein paar Sekunden lächelnd die Augen. Und dir die ganze Schokolade allein lassen? Niemals, Malfoy. Freust du dich auf die Ferien? Fragte der Blonde, während er sich eine Scheibe Toast mit Schokoladencreme bestrich. Harry kicherte. Oh, Merlin, ja, endlich mal ausschlafen, keine stundenlangen, sinnlosen Vorträge. Endlich mal genügend Zeit, um das ganze gute Essen zu genießen. Der Slizabyn lachte auf. Oh ja, das ist das Wichtigste. <laughs> der Schwarzhaarige schenkte ihm ein Augenzwinkern. Da kann ich dir nur zustimmen. Er griff nach einem kleinen Schoko-Weihnachtsbäumchen und biss die Krone ab. Oh, nur noch morgen. Was machst du denn in den Ferien? Ich bleibe hier. Antwortete Draco, während er nach der Kanne heißer Schokolade griff und sich etwas davon einschenkte. Danach streute er noch feines Schokopulver darüber. Der Schwarzhaarige musste bei diesem Anblick schmunzeln. Dir kann es wohl nie schokoladig genug sein, oder? Der Blonde schenkte ihm einen pikiert und ungläubigen Blick und zog die Augenbrauen hoch. Nein. Harry schüttelte grinsend den Kopf und biss ein weiteres Stück seines Weihnachtsbaumes ab. Ich bleib auch hier. Draco sah den Schwarzhaarigen an und lächelte. Gut. Freust du dich auf die Weihnachtsparty morgen Abend? Fragte der Blonde nach einer Weile. Überrascht sah Harry auf und überlegte. Mhm, freuen ist vielleicht nicht die richtige Beschreibung, aber eigentlich ist es mir herzlich egal. Ich hoffe nur mal, dass Ginny nicht zu so anhänglich wird. Er zuckte mit den Achseln. Ginny. Irritiert hob der Slytherin eine Augenbraue. Ron's kleine Schwester. Ich weiß, wer sie ist. Unterbrach Draco den Gryffindor. Ich wollte wissen, warum du mit ihr hingehst. Harry zuckte wieder mit den Schultern. Ich hab's ihr halt versprochen, erwiderte er dem skeptisch blickenden blonden. Und was sagt dein Freund zu dem kleinen Rotschopf und dazu, dass du jeden Abend hier unten verbringst? fragte der blonde plötzlich. Perplex starrte Harry ihn an. Was? Nun komm schon, die ganze Zaubererwelt weiß, dass du schwul bist und dass du mit diesem Ravenclaw zusammen bist. Harry biss bitter in sein Schokoplätzchen mit Zitronenguss. Seit wann waren die denn so trocken? Er kaute langsam und würgte schließlich den Rest hinunter. Dann sah er wieder zu dem Slytherin. Wir sind nicht mehr zusammen. Oh, was ist? Willst du mich damit jetzt aufziehen? Klein Potty ist zu so blöd, sich an seinen Freund zu halten? Fauchte er plötzlich auf, ohne es selbst wirklich zu wollen. Oder willst du dich darüber witzig machen, dass der große Held schwul ist? Wenn du damit nämlich ein Problem hast, kannst du deinen Arsch gleich wieder hier rausbewegen. Er wusste nicht, woher auf einmal diese unbändige Wut kam, und er wollte sie ganz sicher auch nicht an Draco auslassen, aber er konnte nichts dagegen tun. Er presste die Lippen zusammen und starrte ins Feuer. Hey, jetzt mach mal halblang, okay? Das habe ich nie und das werde ich auch nie, fuhr Draco auf. Harry kniff die Augen zusammen und überlegte. Es stimmte, Draco hatte ihn nie damit angegriffen. Verwundert starrte er den Slytherin an. Warum? Er misstrauisch. Draco verzog spöttisch das Gesicht und grinste dann schmutzig und mit schiefgelegtem Kopf. Harry sah ihn weiterhin fragend an, dann dämmerte es ihm. Oh, du bist auch? stotterte er noch immer verwirrt durch seine Entdeckung. Dracos Grinsen wurde noch breiter und schmutziger. Harry fing sich wieder und erwiderte das Grinsen des Blonden. Aber eigentlich hätte ich es mir denken können, so wie du dich anziehst. Was? Na ja, du musst doch zugeben, dass niemand so viel auf sein Aussehen gibt wie du. Na ja, vielleicht mit Ausnahme von Lockhart. <laughs> mit einem lauten Lachen musste Harry hinter seinem Sessel in Deckung gehen, um nicht von den Schokomuffins des Blonden getroffen zu werden. Was heißt hier vielleicht? Hallo? Noch alle Zaubertrankzutaten im Schrank, Potter? Wie kannst du es wagen, mich und das auch nur in einem Satz zu erwähnen? Harry musste sich vor einem tief fliegenden Stück Schoko-Marshmallow-Kuchen ducken und biss sich in die Hand, um eine weitere Lachsalve zu unterdrücken. Er scheiterte. Vorsichtig linste er über die breite Lehne hinweg. Der Blonde war fuchsteufelswild. Wild mit den Händen gestikulierend schimpfte er mit der Stuhllehne, hinter der sich Harry versteckt hatte. Seine Haare standen in wilden Fransen ab und seine Augen funkelten wütend. Er hatte sich mit allen möglichen Schokoplätzchen, Törtchen und Muffins bewaffnet. Harry schluckte. Draco sah aus, wie ein kleiner Racheengel. Ein nicht sehr gefährlicher Racheengel, aber immerhin ein süßer. Der Schwarzhaarige grinste und war einen Moment unachtsam. Das bemerkte auch der Slytherin, zielsicher landete ein kleines Cremetörtchen in Harrys Gesicht. Der Blonde stieß einen kleinen triumphierenden Schrei aus. Harry leckte sich kopfschüttelnd die Creme aus den Mundwinkeln. Genießend schloss er die Augen. Die Schoko-Creme-Füllung war wirklich sagenhaft. Nur weil ich ein kleines bisschen auf mein Aussehen und auf meine Frisur achte, heißt das noch gar nichts. Nicht jeder von uns kann ständig herumlaufen, als hätte er noch nie von einer Bürste und von einem Spiegel gehört. Ja, ich meine dich, Potter. Hör auf, dich so feige hinter dem Sessel zu verstecken! Nimm es wie ein Mann und stell dich! Harry lugte vorsichtig um seinen Schutzwall herum. Stellen wem denn? <laughs> dem Muffin? Verblüfft starrte der Slytherin auf seine Hand und betrachtete den Schokomaffen mit den bunten Schokostückchen, so als würde er ihn zum ersten Mal in seinem Leben sehen. Dann fing er an zu lachen. Erst war sein kleines, unterdrücktes Kichern, das sich bald jedoch zu einem ausgelassenen Brüllen entwickelte. Kurze Zeit später lagen die beiden Jungs keuchend nebeneinander auf dem Teppich vor dem Kamin und versuchten ihre Atmung zu kontrollieren. Harrys Mundwinkel zuckten noch immer. Weißt du eigentlich, wie hart so ein Muffingeschoss sein kann? Aber gleichzeitig auch verdammt lecker. Draco presste die Augen zusammen und wimmerte. Oh, Merlin, meine arme Lunge, ich kann nicht mehr. Schließlich hatten sie sich wieder beruhigt und starrten an die Decke. Harry ließ sich von dem Duft nach weißer Schokolade, den das Lizzywen verströmte, einlullen. Warum? Durchbrach der Blonde schließlich die Stille. Warum was? Verwirrt drehte sich Harry zu dem anderen. Warum habt ihr euch getrennt? fragte Draco und blickte Harry fest in die Augen. Oh, der Schwarzhaarige schluckte. Ich glaube, wir hatten einfach zu wenige Gemeinsamkeiten. Ich weiß, das ist der typische Standardsatz, aber er kam einfach mit zu vielen Dingen nicht klar. Der ganze Druck, die Öffentlichkeit. Er konnte nicht akzeptieren, dass ich manche Dinge machen muss. Zischelnd stieß Harry die Luft aus und zuckte mit den Schultern. Tja, das kommt davon, wenn man sich mit solchen Schwächlingen einlässt. Mag sein, dass das jetzt herzlos klingt, aber im Endeffekt ist es besser für dich. Gedanken verloren kaute der Blonde an seiner Lippe herum. Du solltest dir jemanden suchen, der in deiner Liga spielt. Harry kniff nachdenklich die Augen ein klein bisschen zusammen und legte den Kopf wieder in den Nacken. Und wer spielt in meiner Liga? fragte er den blonden und sah ihm tief in die Augen. Draco grinste nur und erwiderte seinen Blick. Harry spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten. Plötzlich war die Stille zwischen ihnen drückend. Was hältst du von Schokoladeneis in heißer Schokolade? fragte er den Slytherin ausweichend. Mit einem Klecks Sahne? Natürlich. Er sah Draco noch immer tief in die Augen. Waren diese schon immer so einzigartig, leuchtend silbern gewesen? Oh. Könnte interessant sein. Harry leckte sich über die Lippen, und legte nachdenklich den Kopf schief, während er den Blonden bei seiner Suche nach Schokoladeneis beobachtete. Er könnte schwören, dass sich Dracos letzter Satz nicht nur auf das Eis bezog. Er grinste, das könnte tatsächlich interessant werden. 23. Dezember »Kannst du mir mal verraten, warum Frauen immer tanzen wollen?« fragte Harry und ließ sich seufzend in seinen Sessel gegenüber dem Blonden sinken. Draco grinste und lockerte den Kragen seines Festumhanges. »Kannst du mir sagen, woher ich zum Teufel das wissen soll?« Der Schwarzhaarige verzog den Mund. »Okay, okay, okay.« Der Slytherin grinste. Du bist wirklich Gryffindor durch und durch, oder? fragte er und deutete auf Harrys weinroten Umhang. Sei bloß still, du bist aus Slytherin höchstpersönlich, verteidigte sich der Schwarzhaarige und deutete auf Dracos silbernes Seidenhemd. Niemand, absolut niemand außer dir oder anderen verrückten Slytherins würde ein Hemd mit Schlangenmuster anziehen. Das Muster ist dezent, knurrte der Blonde. Darüber könnte man auch streiten, aber es sieht unbestritten gut aus. Das habe ich auch nie geleugnet. Draco erstarrte und lächelte schmutzig. Du findest, dass ich gut aussehe? Harry biss sich auf die Lippe und setzte sich unbewusst aufrechter in seinem Sessel auf. Dann zuckte er mit den Achseln und lehnte sich grinsend etwas weiter in Richtung des Lizarin. Ja, Draco, du siehst sogar sehr gut aus. Ein leichter Rotschimmer legte sich auf die Wangen des Eisprinzen. Du siehst auch total gut aus. Aber wenn du diesen Gryffindor-roten Umhang gegen einen dunkelgrünen tauschen würdest, sähe es sogar noch heißer aus. Es wäre dann etwas. Hm, gefährlicher. Mächtiger. Ja, außerdem passt es viel besser zu sein. Wenn du mir jetzt sagst, dass ein Slytherin grüner Umhang viel besser wäre, weil er besser zu meinen Augen passt, dann landet dieses Muffengeschoss in deinem Gesicht. Unterbrach der hochrote Gryffindor den anderen. Kurz starrten die beiden Jungen einander mit glühenden Köpfen an. Dann begann sie gleichzeitig zu lachen. Kurze Zeit später schenkte Draco ihnen beiden die Tassen ein, während Harry seinen Kopf kreisen ließ, um seinen verspannten Nacken zu lösen. Verwundert betrachtete der blonde den Gryffindor. Was ist los? Oh, mein Nacken bringt mich noch um, stöhnte Harry und setzte einen leidenden Blick auf. Draco schürzte die Lippen und betrachtete den Gryffindor herablassend. <laughs> Memme. zischte er, aber seine Augen leuchteten amüsiert. Der schwarzhaarige schmolte gespielt. Du bist gar nicht lieb zu mir, schniefte er hingebungsvoll und bewegte seinen Nacken, übertrieben gepeinigt. Der Slizewin schüttelte mit hochgezogenen Augenbrauen den Kopf und versuchte sein belustigtes Grinsen zu verstecken. Er scheiterte kläglich. Mit einem genuschelten Gryffindor erhob sich der Blonde und stellte sich hinter den anderen. Du hast Glück, Potter, flüsterte er und beugte sich weiter zu Harry hinunter, so dass sein Atem über dessen Nacken strich. Heute habe ich mal wieder einen meiner großzügigen Tage. Er lehnte sich etwas weiter nach vorne und sah dem schwarzhaarigen tief in die Augen, während seine Hände sich langsam auf dessen Schulter legten und er sanft zugriff. Harry seufzte lautlos auf. Dracos Hände waren einfach fantastisch. Genießend schloss der Schwarzhaarige seine Augen und lehnte sich weiter gegen den Slytherin. Der Blonde machte seine Arbeit sehr gut. Unaufhörlich fuhr er mit festem Griff über den Nacken, den Hals und die Schultern des Schwarzhaarigen. Harry biss sich auf die Unterlippe, um nicht laut aufzustöhnen, und drängte sich noch weiter gegen den Körper des Blonden. Er konnte die Wärme spüren, die von dem anderen ausging. Fordender neigte er sich noch weiter zurück, so dass er nun an der Brust des Lissabon lehnte. Er konnte spüren, wie dieser sich senkte und hob. Tief zog Harry die Luft ein, während Dracos Hände noch immer sanft über seinen nacken wanderten betört von dem einzigartigen duft des blonden nach weißer schokolade leckte harry sich über die lippen er drehte leicht den kopf und legte sein gesicht an die brust des Lizowin, um dessen duft noch intensiver wahrnehmen zu können ein seliges lächeln schlich sich in die züge des schwarzhaarigen »Weißt du eigentlich, dass du nach weißer Schokolade duftest?« murmelte er gegen die Kleidung des Anderen. Dracos Hände strichen nur noch sanft über sein Haar und seinen Nacken. »Ich habe diesen Geruch noch bei niemand anderem wahrgenommen. Er ist einzigartig, betörend, wunderschön,« flüsterte er, während Dracos Hände noch immer zärtlich in seinem Nacken und seiner Halsbeuge ruhten. Harry wünschte sich, daß dieser Moment niemals enden sollte. Er hob den Kopf und sah den Slizabyn in die Augen. Er hatte noch nie einen so sanften Ausdruck bei dem Blonden gesehen. Ein kaum bemerkbares Lächeln lag an seinen Zügen. Seine Augen waren leicht geweitet und unglaublich tief. Draco fuhr sich langsam mit der Zunge über die Lippen und neigte sich etwas weiter zu dem Schwarzhaarigen hinunter. Harry richtete sich ein kleines Stückchen weiter in seinem Sessel auf und unterbrach den Blickkontakt zu dem Blonden keinen Augenblick. Ein plötzliches, lautes Knacken eines der Holzscheite im Kamin ließ die beiden Jungen auseinanderfahren. Peinlich genau achteten sie darauf, einander nicht in die Augen zu sehen. Draco räusperte sich und setzte sich wieder in seinen eigenen Sessel und wandte seine gesamte Aufmerksamkeit seiner Tasse heißer Schokolade zu, seine Hand jedoch zitterte so stark, dass er die Tasse mit beiden Händen umfassen musste, um nichts zu verschütten. Harry biss sich schmerzhaft auf die Unterlippe und fluchte lautlos vor sich hin. Er spürte, wie seine Wangen brannten und versuchte, das Feuer allein durch seinen brennenden Blick zum Erlöschen zu bringen. Ein genauso vernichtender Blick traf den Weihnachtsbaum, als wäre dieser für alles verantwortlich. Die Spannung war greifbar gewesen, nur ein paar Augenblicke. Er seufzte unhörbar, und sank weiter in den Sessel hinein. Der Moment war vorbei. 24. Dezember. Oh, ich kann bald nicht mehr, murmelte Harry und rieb sich demonstrativ über den Bauch. Dann griff er jedoch nach einem weiteren Töttchen. Ich dachte, du kannst nicht mehr. Ich sagte bald, das hier passt schon noch rein nuschelte der Schwarzhaarige mit vollem Mund. »Was sagen denn deine Freunde dazu, dass du so viel Zeit mit mir hier unten in der Küche verbringst?« fragte der Blonde zwischen zwei Löffeln weißer Schokoladenmus. »Hm? Sie?« Harry schluckte den letzten Krümel seines Törtchens hinunter und lehnte sich zu dem Slytherin hinüber, so dass er sich auf den Arm des Blonden stützen konnte. Dann sei ihm gespielt ernst und tief in die Augen. »Denen gefällt es gar nicht. Die haben jedes Mal Angst, du könntest mich vergiften.« Der Gryffindor lächelte. »Aber das würden Sie doch sicherlich niemals tun, oder, Mr. Malfoy?« Dracos Augen leuchteten. Er leckte sich kurz über die Lippen und ging dann auf das Spiel des Schwarzhaarigen ein. Nun, Mr. Potter, ich glaube, da können Sie ganz beruhigt sein. Nicht, dass ich so unbedingt auf Ihre Anwesenheit erpicht bin, jedoch müsste ich, um Sie zu beseitigen, die arme, unschuldige Schokolade vergiften. Und um die ist es mir jetzt wirklich zu schade. Oh, du Mistkerl! Beleidigt schlug Harry ihm auf die Schulter und schob schmollend die Unterlippe vor. Autsch, das tut weh! Ach, stell dich doch nicht so an, knurrte der Gryffindor und drehte sich gespielt gekränkt von dem anderen weg. Du hast ja genügend Trost, Pflaster, aber pass auf, sonst erwischst du vielleicht ein vergiftetes. Aber Harrylein, nicht böse sein, bettelte der Blonde zuckersüß und mit einem herzerweichenden Hundeblick, wie Harry aus den Augenwinkeln erkennen konnte. Sei bitte wieder lieb, ja. Mit diesen Worten wedelte er dem Schwarzhaarigen mit einem Schokostern vor der Nase herum. Mit einem kleinen Schrei schmiss sich Harry auf den anderen. Durch die Wucht wurde Draco aus seinem Sessel gestoßen, und die beiden Jungen landeten auf dem Boden. Überrascht starrte Harry den Jungen unter sich an, Dracos Augen waren geweitet, und das Eisgrau seiner Iris leuchtete nahezu. Sein Mund war vor Überraschung durch den plötzlichen Angriff des Schwarzhaarigen leicht geöffnet, seine Lippen schimmerten feucht. Harry leckte sich unbewusst über die Lippen und verringerte den Abstand zu dem Blonden. Er lächelte, als er Dracos Hand auf seiner Schulter spüren konnte und merkte, wie ihn des lisewin näher zu sich zog. Dann schloss er die Augen. Das nächste, was er wahrnahm, waren Dracos unglaublich weiche Lippen auf seinen. Vorsichtig legte er seinen Arm um die Hüften des Blonden, während sich Dracos Arme um seinen Nacken schlangen. Er fühlte, wie der andere leicht an seiner Lippe saugte und lehnte sich weiter in den Kuss hinein. Und dann schmeckte er ihn, diesen einen besonderen, einzigartigen, vollkommenen, bahnbrechenden, unnachahmlichen, außergewöhnlichen, unvergleichlichen Geschmack nach weißer Schokolade. Intensiver als je zuvor. Irgendwie, schaffte er es in den kuss hineinzugrinsen ohne ihn dabei zu unterbrechen mit etwas schwung rollte sich der elizabeth halb über harry und vertiefte den kuss keuchend trennten sie sich mhm weiße schokolade hauchte der schwarzhaarige draco starrte ihn entgeistert an was Harry lächelte sanft. Ach, nicht so wichtig. Dann schlang er seine Arme noch fester um den Blonden, zog ihn weiter zu sich und küsste ihn erneut. Die beiden Jungen saßen aneinander gekuschelt auf dem Boden vor dem Feuer und lehnten sich an einen der Sessel. Lächelnd fuhr Draco dem Schwarzhaarigen durch die Haare und kicherte. <laughs> Das wollte ich schon immer mal tun. Harry hob fragend die Augenbrauen und sah den Slytherin sanft an. So? Draco nickte. Dein Wischmob ist einfach. einzigartig. Harry öffnete entrüstet den Mund. Wischmob? Na, warte! Mit diesen Worten rollte er sich über den Blonden und pimpte ihn am Boden fest. Wischmob? regte der Schwarzhaarige sich auf während Draco ihnen nur ein amüsiertes Lächeln schenkte. »Jetzt reden wir mal über dich, Gelkopf-Malfoy. Glaubst du...« impf? Draco hatte seine Arme aus Harrys Griff befreit und um den Nacken des Gryffindors geschlungen. Mit einem kleinen Ruck zog er den Schwarzhaarigen weiter zu sich herunter und schloss dessen Mund mit einem sanften Kuss. Irgendwo in der Küche... Schlug eine Uhr Mitternacht. Keuchend lösten sich die beiden Jungen und sahen sich an. 25. Dezember. Harry grinste und hauchte dem Blonden immer wieder kleine Küsse auf die Lippen. Fröhliche Weihnachten, Draco! Dir auch, Harry. Dir auch. Müde? fragte der Schwarzhaarige. Während er den Slytherin beim Gähnen beobachtete. Hm. Hm. Ja, ein bisschen. Nuschelte der Blonde und kuschelte sich etwas näher an Harry. Ist auch schon spät oder vielmehr früh, wie auch immer. Zärtlich fuhr der Schwarzhaarige dem anderen durchs Haar. Ja. Nuschelte Draco verschlafen. Vielleicht sollten wir ins Bett gehen. Harry erwiderte nichts. Eigentlich wollte er nicht gehen. Er wollte sich nicht von Draco trennen. Er wollte hier noch ewig sitzen und den Blonden einfach nur in den Armen halten dürfen, ihn küssen, ihn riechen, ihn schmecken. Er seufzte. Aber anscheinend hörte er sich dabei nicht sehr begeistert an, denn der Slytherin in seinen Armen hob den Kopf und sah ihn einige Zeit sehr nachdenklich in die Augen. Schließlich lächelte er weich. Weißt du, ich bin der Einzige in meinem Schlafsaal, setzte er lächelnd an. Harry hob irritiert seine Augenbrauen. Und wenn du mir versprichst, ein anständiger Junge zu sein, könnte ich mich vielleicht überreden lassen, dich mit nach Slytherin zu nehmen. Draco grinste frech, und schenkte dem freudestrahlenden Harry einen gespielten, unschuldigen Blick. Harry lehnte sich weiter zu dem Blonden hinunter und hauchte ganz vorsichtig ein paar leichte Küsse auf dessen Lippen. »Ich schätze jetzt einfach mal, dass das ein Ja ist«, meinte der Slytherin darauf grinsend. Ohne ein weiteres Wort zog Harry Draco auf die Beine, schlang seine Arme um ihn und schob ihn so in Richtung der Tür. Draco wehrte sich nicht und kicherte leise. Du bist echt verrückt, Harry Potter, ganz ehrlich, flüsterte er, während er mit seiner Nase über die Wange des Schwarzhaarigen rieb. Nur nach dir! und legte seine Stirn für einen Moment zärtlich auf die des Blonden. Dann drängte er feixend den Slisbon wieder weiter zur Tür. Harry, warte deine Schokolade. Draco wurde durch einen sanften Kuss unterbrochen. Harry grinste. Egal. Dann schob er den Blonden lachend zur Küche hinaus. Ja, er brauchte jetzt keine Schokolade mehr. Er hatte etwas Besseres. Etwas, das noch mehr süchtig machte als Schokolade. Er hatte Draco Malfoy. Draco Malfoy, der nach weißer Schokolade schmeckte.